Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Wanderfreunde. Ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Wanderung von mir. Wir haben etwa 31 Grad. Es ist natürlich sehr warm heute Mittag, kein Problem. Aber ich bin hier unterwegs in Tennenbronn im Schwarzwald. Das gehört zu Schramberg. Ist im Landkreis Rottweil. Und ich mache heute die Auerhahnrunde. Den Auerhahnweg über etwa 12,6 Kilometer und etwas mehr als 320 Höhenmeter hat die Tour. Also nicht so sehr anspruchsvoll. Lasst euch überraschen, kommt einfach mit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, schon nach etwa 500 Metern geht es hier leicht auf einem Pfad bergab durch den Wald. Und herrlich schattig ist es hier. Ja, der Auerhahn war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch sehr weit verbreitet. Mittlerweile ist er sehr rar geworden, gibt ihn nur noch selten. Und daher steht er auch unter Schutz, da es eben nicht mehr allzu viele Exemplare gibt. Ich denke, wenn man mal so einen direkt vor die Linse bekommt, ist das schon eine richtige Rarität, diesen Vogel mal aus der Nähe zu sehen, dieses Huhn. Ich denke, so der reine Fasan trifft man häufiger mal an, wie er plötzlich aus den Sträuchern rausschießt und dann irgendwo das Weite sucht. Und diese Runde ist eben 2018 feierlich eröffnet worden. Auch ein Premium-Wanderweg. Schon zu Beginn der Tour, nach etwa einem Kilometer, eine schöne Aussicht hier. So, ich befinde mich jetzt hier an der Position Sommermoos. Und der Auerhahnweg geht jetzt hier über diese Wiese weiter.
Und hier geht es so gleich rechts auf einem Naturlehrpfad über Singvögel. Sehr idyllisch hier, ja.
Ja, auch ein schönes Plätzchen hier, um ein kleines Nickerchen machen oder Brotzeit. Hier der Auerhahn nochmal. Schön aus Holz bearbeitet. Aha, so ein Fenster kenne ich doch von meiner letzten Wanderung vor 2 Tagen, wo ich in Zell am Hamersbach auf dem Hahn- und Henne-Rundweg unterwegs war. Kann man genießen, diese Aussicht. Das Fensterchen wieder zu, da unten fehlt schon das Glas. Der Schlafplatz des Auerhuhns. Thank you.
Wow, schaut euch mal dieses extrem saftige Gras an, wie grün das da schillert in der Mittagssonne. Einfach Wahnsinn, richtig saftiges, kräftiges Grün. Das hat schon was fürs Auge. Bin jetzt extra so auf 20 cm Höhe gegangen vom Boden aus. Und der Weg führt mich wieder in den Wald hinein, in den Tannenwald. Die Grillen zirpen schon. Und dass ich mich hier auf dem richtigen Weg befinde, kann man hier an der Markierung am Baum erkennen. Genießerpfade, Schwarzwald und die gelbe Raute. Wirklich wunderschön bequeme Waldwege, naturbelassen, sehr gelenkschonend. Das federt richtig, wenn man so darauf läuft, auf diesem nadeligen, weichen Boden. Sehr angenehm und bequem. Da könnte man jetzt auch super gut barfuß laufen, ohne sich da irgendwie zu verletzen. Wirklich sehr smooth. Smooth.
So, nachdem ich hier oberhalb der saftigen Wiesen gerade gelaufen bin und den Sulzbachblick genießen konnte, das riesige freie Feld hinunter, durfte ich jetzt wieder in den Wald hineintreten. Und jetzt geht es hier wieder sehr smooth und weich entspannt auf angenehmen Waldwegen mit leichten Wurzeln und ganz kleinen Tannenzapfen, die hier am Boden liegen. Eine Wohltat für die Füße. Und Kilometer 8 habe ich jetzt auch bald erreicht. Und von da an sind es dann nur noch etwa 2,5 Kilometer bis nach Rensbach bei Tennenbronn, wo der Ausgangspunkt meiner Tour war für den Auerhahnweg. Und hier aufpassen, hier geht's links ab.
Oh. Schöne Musik macht ihr mit euren Glocken, hä? Das hört sich mal toll an. Richtige Musik hier. Gute Stimmung. Euch hört man schon 500 Meter im Wald entfernt. Da denkt man, eine ganze Kuhhorde kommt auf einen zu. Dabei grast ihr hier ganz normal auf der Weide, auf der Wiese, ne? Sehr schön. Macht's gut, ihr Mumus, ne? Ciao, ciao.